Jetzt kommt das Zeichen von der Regie, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur öffentlichen Herbstsitzung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch ich grüße Sie ganz herzlich. Was für ein Unterschied zur öffentlichen Herbstsitzung von vor einem Jahr. Am 13. Dezember 2019 waren wir zu Gast im Grassi-Museum im Beisein der damaligen Ministerin, Frau Dr. Stange, konnten wir unser virtuelles Akademienarchiv vorstellen, das wir im Rahmen einer Förderinitiative unseres Ministeriums ab 2017 aufbauen konnten. Diesem Einstieg in die Welt der digitalen Geisteswissenschaften, der Digital Humanities, wie man heute so schön sagt, folgte die Einrichtung eines Forschungszentrums, Kompetenzwerk D, ein Kompetenz- und Leistungsverbund für die Bereiche digitale Geisteswissenschaften und digitales kulturelles Erbe der Geisteswissenschaften für die landesfinanzierten geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Sachsen. Dieses Zentrum hat diesen Februar seine Arbeit aufgenommen, gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Krise. Begleitet wurden diese Maßnahmen durch weitere Investitionen in unsere digitale Infrastruktur und durch die Ausweitung unseres Netzwerks. Meine Damen und Herren, als hätte man es geahnt, ohne diese zielorientierte Förderung, ohne diese technische Ausstattung durch das Wissenschaftsministerium, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, könnten wir die heutige Veranstaltung so jedenfalls nicht durchführen. Liebe Frau Franke, ich darf Sie an dieser Stelle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Der Staatsminister Herr Gemko, der heute eigentlich bei uns sein wollte, musste kurzfristig zu einer Corona-Krisensitzung. Wir freuen uns aber umso mehr, dass Sie sich trotz der widrigen Umstände sich so spontan bereit erklärt haben, zu uns zu kommen. Es wird vor Weihnachten sicherlich eine der letzten öffentlichen Veranstaltungen sein, die Sie noch wahrnehmen können. Wir sind aber insgesamt im Freistaat Sachsen sehr verbunden für seine Unterstützung, auch wenn wir, meine Damen und Herren, die akute Notwendigkeit dieser Unterstützung vor einem Jahr noch nicht erwarten konnten. Unser Saal hier in der Akademie war und ist für größere Festveranstaltungen wie für öffentliche Sitzungen schlichtweg oft zu klein. Heute sind wir zwar nur in sehr begrenzter Zahl hier zusammen, um den Abstandsregeln hier Genüge zu leisten. Zugleich aber sind wir weltweit im Livestream zu sehen, sodass auch unsere korrespondierenden Mitglieder und interessierte Gäste von überall her sich problemlos zuschalten können. Ich darf Sie an dieser Stelle alle ganz herzlich begrüßen, wo auch immer Sie unsere Veranstaltung verfolgen, ob hier im Saal, ob im Büro oder von zu Hause aus. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch der Hochschule Mittweida, die uns heute wieder mit Know-how und Spitzentechnik zur Seite steht. Liebe Frau Franke, eigentlich war die Amtseinführung des letzten Jahr neu gewählten Präsidiums der Akademie durch das Sächsische Staatsministerium schon für den 3. April vorgesehen, zur öffentlichen Frühjahrssitzung unserer Akademie, die im Paulinum stattfinden sollte, aber der Corona-Krise zum Opfer fiel. Ich denke, die Präsidiumsmitglieder und ich selbst natürlich auch, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie nachträglich noch einige Worte an uns richten würden. Ja, Herr Präsident, meine wenigen Damen und Herren hier im Saal und den vielen Zuhörern und Zuschauern an den Bildschirmen, hoffentlich auch von mir ein Willkommen und guten Abend, guten Tag. Herzlichen Dank, Herr Präsident, für die sehr freundliche Begrüßung. Ich möchte zunächst natürlich die Grüße von Herrn Staatsminister Gemko Ihnen ausrichten, der wirklich gerne gekommen wäre, zumal eben die Sitzung und das Treffen im Frühjahr ausgefallen sind. Aber Sie werden es ja verfolgt haben. Das Kabinett tritt jetzt gerade in diesen Minuten zusammen und berät über den Lockdown und die Feinheiten, die uns dann wahrscheinlich ereilen werden und die Regelungen im Einzelnen in der Corona-Schutzverordnung. Und deswegen hat er mich gebeten, Ihnen die herzlichen Grüße auszurichten. Aber er kann leider nicht dabei sein. Wollen wir hoffen, dass die Regelungen, die jetzt getroffen werden,
dazu führen, dass wenigstens die geplante Sitzung und Treffen im März nächsten Jahres dann stattfinden kann und er leibhaftig bei Ihnen sein kann. Ja, es sind schwierige Zeiten für alle von uns, für jeden Einzelnen von uns und natürlich insbesondere auch für die Wissenschaft als Ganzes, die plötzlich in ganz andere öffentliche Aufmerksamkeit geraten ist. Der Öffentlichkeit, das hat Licht- und Schattenseiten natürlich. Und diese Schattenseiten zu kompensieren, glaube ich, ist in diesen Zeiten die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig ganz besonders wichtig mit ihrem Blick langfristigerer Art, mit ihrer Beschäftigung mit Fachrichtungen, die mal nichts mit Viren zu tun haben und vielleicht auch nicht unmittelbar was mit medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, so wichtig das ist, das will ich natürlich gar nicht in Frage stellen. Aber ist es wohltuend, sich in so einer Umgebung aufzuhalten und zu wissen, dass es die Akademie gibt und ihren Blick auch in die Zeit nach Corona, die natürlich kommen wird, richten wird. Das ist schön, das freut mich, das tut gut, wenn man sowas wieder erleben kann. Herzlichen Dank dafür deswegen bei dieser Gelegenheit an alle, die in dieser Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig wirken und natürlich ganz besonders herzlichen Dank an all diejenigen, die jetzt nach den Wahlen im Februar letzten Jahres aus dem Präsidium ausgeschieden sind und eine umso herzlichere Gratulation und umso herzlicheren Dank an alle, die entweder wiedergewählt worden sind, wie Sie, Herr Präsident, oder neu hineingewählt worden sind. Herzlichen Glückwunsch von Herrn Staatsminister Gemko und von mir und ein gutes Wirken im Sinne der Wissenschaft für unsere drei Länder. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für Ihre netten Worte. Ja, bitte. Ich darf vielleicht ergänzen, dass wir die nächste öffentliche Sitzung vermutlich in weiser Voraussicht nicht schon für den März oder April terminiert haben, sondern erst im Juli. Es hat aber noch einen anderen Grund, den ich an der Stelle gleich sagen möchte. Am 1. Juli nächsten Jahres, vor 175 Jahren, wurde unsere Akademie gegründet. Wenn wir dann am 2. Juli die öffentliche, nicht Frühjahrssitzung, aber Sommersitzung vielleicht dann begehen können, dann können wir auch diesen Geburtstag feiern. Der Termin wurde Frau Dr. Wagner schon bekannt gegeben im Haus. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann kommen und der Minister auch kommen. Meine Damen und Herren, das nächste Thema. Unser ordentliches Mitglied Heiner Lück berichtet in seiner Geschichte der Alma Leucorea der Universität Wittenberg, dass allein im 16. Jahrhundert die Pest Wittenberg 12-mal heimsuchte. Formell geschlossen worden sei die Universität wegen der Seuche zwar nie, wohl aber hätten die Professoren bei drohenden Pestwellen immer wieder überlegt, wohin die Leucorea umziehen könne, um der Pest auszuweichen. Ins Auge gefasst worden seien dafür zum Beispiel Herzberg an der Elster, Schlieben, Jena und Torgau sowie Magdeburg. Tatsächlich begaben sich die Professoren und Studenten zeitweise nach Torgau und nach Jena, um die Lehre fortzuführen. Für etwaige Ortsänderungen war stets die Genehmigung des Dienstherrn erforderlich, des sächsischen Kurfürsten. Auch vor 500 Jahren gab es also schon eine seuchenbedingte Wissenschaftspolitik mit Hindernissen, liebe Frau Franke. Im nächsten Kamingespräch unserer Akademie am 25. März wird der Minister zu diesem Thema zu Gast sein, unter der Moderation von Boris Lochthofen, dem Direktor des Landesfunkhauses Thüringen. Da das Thema gerade akuter denn je ist, darf ich vielleicht ein paar kurze Fragen an Sie stellen. Wissenschaftspolitik mit Hindernissen, was heißt das ganz konkret für Sie, Frau Franke? Ja, ein weites Feld. Wissenschaftspolitik als solche ist ja schon ein weites Feld eigentlich, wenn man mal überlegt, was hat die Politik eigentlich in der Wissenschaft zu suchen, könnte man ja ganz schlicht zurückfragen. Und in einem gewissen Dilemma, wenn ich so drüber nachdenke, steckt die Politik natürlich schon deswegen, weil Ausgangspunkt aller Überlegungen ja immer die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit sein muss, wo sich Politik ja eigentlich nicht hat einzumischen.
bis hin zu der Frage, darf sich die Politik eigentlich bei der Frage einmischen, ob ein gewisses Forschungsvorhaben relevant ist oder nicht. Schon darüber könnte man ja lange diskutieren, während auf der anderen Seite natürlich ein Politiker einen Gestaltungsauftrag von seinen Wählern mitbekommen hat und mit öffentlichen Mitteln, mit Steuergeldern umgeht, die er entsprechend dem Wahlergebnis und seinem Gestaltungsauftrag ausgeben muss. Also das ist ein Dilemma, das fruchtbringend sein kann, glaube ich, das voraussetzt, dass man Korrektive hat, im Sinne von parlamentarischer Kontrolle, öffentlicher Kontrolle, sowas in diese Richtung. Und das Hindernis ganz aktuell im Moment besteht natürlich darin, dass die Zeiten sich einfach überschlagen und für alle diese Dinge kaum mehr Zeit ist im Moment. Das muss man einfach selbstkritisch so sagen. Die Verteilung öffentlicher Mittel geschieht im Moment nicht in einem sehr ruhigen Prozess, also der Forschungsmittel, und nicht in einem, muss man auch wahrscheinlich zugeben, nicht sehr transparenten Prozess im Moment. Und daraus können natürlich Probleme entstehen, völlig klar. Das ist eine der Hauptaufgaben, da die Gratwanderung zu finden. Niemand würde sagen, wir können im Moment leider nicht in Covid-19-Forschung investieren. Das müssen wir uns mal ein Jahr lang überlegen. Das wird auch jeder sagen, dass das nicht geht. Aber gleichzeitig darf man auch nicht alles andere aus dem Blick verlieren. Das ist, glaube ich, im Moment die ganz große Aufgabe der Wissenschaftspolitik, und ja, die ist schwierig. Nun ist die Politik ja irgendwie auch abhängig von den Ergebnissen der Wissenschaft letztlich. Und Sie haben ja dieses Wechselspiel mit der Wissenschaftsfreiheit da ganz schön charakterisiert. Hat Sie denn etwas besonders überrascht in diesen letzten Monaten da? Oder hätten Sie etwas anderes erwartet vielleicht bei der Reaktion der Wissenschaft auf die Anstrengungen der Politik? Das ist insofern schwierig zu beantworten, weil mich ehrlich gesagt alles überrascht hat in diesem Ressort, weil ich ja neu bin, um es mal so locker zu sagen. Insofern bin ich eigentlich mit wenig Erwartungen gekommen oder Vorstellungen davon, wie es ist. Aber ich war positiv überrascht davon, wie schnell doch die Mitwirkung war. Also ein Bereich könnte ich mal schildern, da hat mich was positiv überrascht, aber auch negativ überrascht. Da hat sogar diese Pandemie, glaube ich, etwas Positives bewirkt. Ich fand es sehr toll, wir hatten zu Anfang in Sachsen Probleme mit den Laborkapazitäten bei den Testungen. Da kamen die privaten Labore, die Krankenhauslabore nicht mit. Und da haben wir uns an die Forschungseinrichtungen gewandt, von denen wir dachten, die haben da vielleicht so ein bisschen, haben vielleicht schon sowas Ähnliches. Und haben die gebeten, zu investieren und uns zu helfen, Laborkapazitäten hochzufahren. Und das war fantastisch, wie die mitgezogen haben. Das war großartig. Also das weiß ich noch, es war ein Sonnabnachmittag. Ich bekam nachmittags den Anruf vom Ministerpräsidenten, tun Sie da mal was, da muss was geschehen. 2 Stunden später hatten wir die Forschungsinstitute in einer Telefonkonferenz und in der nächsten Woche ging es los. Und das hat uns im Frühjahr großartig geholfen. Das war toll, was mich bisschen gewundert hat, sag ich mal. Wir hatten dann Forschungsinstitute von Helmholtz, von Leibniz, von Fraunhofer-Instituten, die hatten untereinander noch gar nichts miteinander zu tun gehabt vorher. Die sagten, ach, das ist ja interessant, sowas machen sie also. Da hat es was Positives bewirkt. Das war zum Beispiel etwas, was mich gewundert hat und wo ich denke, das ist etwas Positives, was man in die Zeit nach der Pandemie vielleicht auch überretten kann. Dieser Dialog, für den ja letztendlich auch die Akademie steht, dieser Dialog zwischen den Wissenschaftlern. Ja, das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt. Was mir noch auf dem Herzen liegt, ist Folgendes vielleicht. Wissenschaft braucht Zeit. Das gilt jetzt nicht nur für die Virologie und für die Medizin, sondern auch für die Ökonomen, für die Soziologen, für die Psychologen vielleicht auch, um sich mit dieser Krise wirklich wissenschaftlich fundiert zu befassen. Die Politik aber muss heute Antworten geben. Jetzt ist die Krisensitzung im Kabinett und sie muss Antworten geben, die von der Bevölkerung auch weitgehend akzeptiert werden und angenommen werden. Wie stellt sich das für Sie dar, dieser Spagat? Und andererseits beobachten wir in Ländern wie den USA oder auch in vielen anderen Ländern, dass die Wissenschaftsgläubigkeit auch wieder abnimmt in gewissen Bereichen. Also das ist ein Spagat, der sich da auftut, oder eine Grenze, die sich da auftut, die wahrscheinlich schwer zu überwinden sein dürfte. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Problem, dass die Politik in der Bevölkerung
auch ein bisschen an Autorität verloren hatte, haben wir ja all die Jahre schon gemerkt. Und jetzt rutscht die Wissenschaft praktisch mit rein. Sie hat auch an Positivem gewonnen, weil sie einfach eine große Rolle spielt. Und ich glaube, die meisten Menschen finden das auch gut, dass die Politik versucht, wissenschaftsbasiert zu arbeiten und sich den Rat der Wissenschaftler zu holen. Aber dadurch wird die Wissenschaft wirklich endgültig aus dem Elfenbeinturm gezogen und muss sich plötzlich auch dem öffentlichen Disput, der ja hart zur Sache geht, stellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Wissenschaftler untereinander nicht auch hart miteinander ringen, aber das ist, glaube ich, die öffentliche Diskussion, die da im Moment passiert, ist, glaube ich, für Wissenschaftler nochmal etwas anderes. Politiker sind es fast gewöhnt, hätte ich fast gesagt. Das ist für die Wissenschaftler sicherlich was Neues. Aber es gibt dazu keine Alternative. Wir müssen versuchen, sachlich zu argumentieren. Und natürlich muss die Politik auch nachvollziehen, wenn die Wissenschaft noch im Erkenntnisprozess mittendrin ist, merken wir ja auch. Zu Anfang hieß es, Masken bringen nichts, jetzt sollen wir doch alle Masken tragen. Dann heißt es, Kinder übertragen den Virus nicht, jetzt heißt es, Kinder übertragen ihn vielleicht doch. Das ist eben einfach so und damit muss man leben und das ist immer noch besser, als wenn Politiker alleine irgendwie im Nebel rumstochern. Insofern kann ich aus meiner Sicht nur sagen, danke, dass die Wissenschaft so früh bereit war, als Berater zur Verfügung zu stehen und sich der Kritik und der Diskussion dann natürlich auch auszusetzen. Also Sie sehen auch Chancen für die Wissenschaft, dass sie gestärkt auch aus dieser Krise hervorgeht? Ganz bestimmt. Gut, vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für dieses kurze Gespräch und über die weiter sich jetzt mittlerweile schon dramatisch zuspitzende Lage und der Begegnung mit Herrn Gemko und Herrn Lochthofen im März sehen wir mit Spannung und mit Interesse entgegen. Vielleicht können Sie auch dabei sein bei der Geschichte. Danke. So, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt zur Einführung der neuen Mitglieder kommen, gibt es Gelegenheit, schon einmal in ein erstes Filmmaterial zu schauen. Wir haben versucht, die neuen Mitglieder zu interviewen bzw. mit Interviewfragen hier zu befassen zu lassen. Und eines davon, denke ich mal, können Sie jetzt sehen. Und wir nutzen dann hier im Saal die Gelegenheit für eine kleine Pause, um auch die Fenster und die Türen aufmachen zu können, um den Anforderungen des Hygienekonzepts auch Folge zu leisten. Wir melden uns dann in Kürze wieder. Sie können aber auf Ihren Bildschirmen zu Hause jetzt diese Vorstellung sehen, so wie wir hier auch im Saal. Ganz einfach. Alles, was wir sehen und anfassen, hat eine Oberfläche und diese Oberflächen haben Eigenschaften. Zum Beispiel hat eine Gemälde Farbe, weil uns besser gefällt, oder Fliesen einer Treppe sind angeraut, damit wir nicht stürzen können. All das und noch viel mehr können wir mit Laserstrahlung erreichen, wodurch kleine Strukturen an der Oberfläche hergestellt werden, die in einigen Fällen bis zum 100-mal kleiner als ein Haar sind. Ja, so werden Oberflächen funktionalisiert. Ein sehr wichtiges aktuelles Projekt betrifft die Herstellung von multifunktionalen Oberflächen. Die Motivation für diese Strukturen kommt aus der Natur, die im Laufe der Evolution die Anpassung an ihre Umwelt selbst übernommen haben. Auf diese Weise können Reptilien im Sand schwimmen oder Insekten aufgrund ihrer antibakteriellen Oberflächen weniger krank werden. Schmetterlinge können auch blau sein, ohne Pigmente zu haben. Das alles nochmal können wir mit Laserstrukturierungsverfahren fabrizieren. Momentan arbeiten an der Projekt 4 Doktoranden, die durch die Deutsche Forschungsgesellschaft finanziert wird. Alle Misserfolge sind gut. In Wirklichkeit ist Erfolg eine Ansammlung von Misserfolgen, denn sie lassen uns erkennen, wo die Probleme liegen. Das heißt alle. Ja, ich hatte große Angst, vor allem davor, nicht gut genug zu sein. Ich konnte praktisch kein Deutsch sprechen.
Aber zum Glück dauerte es nicht lange, bis ich viele nette Menschen kennenlernte und Bindungen geknüpft habe. Auf ganz normale Weise, immer mit sehr vielen Interaktionen innerhalb der TU Dresden und auch mit anderen Forschungsinstituten, insbesondere das Fraunhofer IWS, wo ich das Center for Advanced Microphotonics leite. Es unterscheidet sich kaum von anderen Orten der Welt. Ich würde mich sehr freuen, Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien zu initiieren. Gleichzeitig möchte ich neue Verbindungen zu Unternehmen in Sachsen schaffen und gemeinsam an der Entwicklung neuer Produkte arbeiten. Eine schwierige Frage, aber ja, vor allem Wissenschaft ist universell, können alle Menschen der Welt verstehen, ist rein, pur und bedeutet Fortschritt. Ich denke, dass in Deutschland noch möglich ist, das Wissenschaftslandschaft ein bisschen zu verbessern, damit Wissenschaftler am Ende mehr Zeit haben für ihre Forschungsaufgaben und weniger vielleicht für administrative Prozesse. Wir investieren sehr viel Zeit, um zu schreiben, Projektanträge, im Prinzip schreiben, was wir tun werden. Wir haben aber dann wenig Zeit zu schreiben, was wir gemacht haben. Und letzteres ist, was die Qualität eines wissenschaftlichen Systems ausmacht. Die Ressourcen in Deutschland sind da vorhanden. Ja, das ist schon extrem toll, aber da liegt nicht das Problem. Ja, ich lese Online-Papers. Ja, wieso dann Papier verschwenden? Ich würde empfehlen, ein Buch, Wohlstand der Nationen von Adam Smith. Ich denke, dass wir als Menschen einigen Konzepten vergessen haben und es wäre vielleicht nicht schlecht, das nochmal zu lesen. Natürlich was anders. Ja, warum sollte ich wieder das Gleiche tun? Ich würde entweder Wirtschaftswissenschaften oder Musik studieren. Ich spiele Klavier und auch elektrische Instrumente, etwas E-Bass und Schlagzeug. Aber auch, dass wir arbeiten und zusammenstellen von Songs, macht mir viel Spaß. Es bleibt nicht viel mehr Zeit, um andere Dinge zu tun. Das ist schon genug. Ja, meine Damen und Herren, wir sind zurück. Das war also hier das Interview mit Professor Lasagne, einem unserer neuen Mitglieder. Und derartige Interviews haben wir auch von anderen unserer zugewählten Mitglieder. Und die werden dann in einem wöchentlichen Rhythmus hier auf der Homepage der SAW zur Verfügung stehen. Und die können Sie sich natürlich gerne ansehen. Übrigens hat Professor Lasagne das Buch von Adam Smith, Wohlstand der Nationen, erwähnt. Das ist in der Tat das Buch, worauf letztlich die Marktwirtschaft fußt, also der Gedanke der unsichtbaren Hand, die den einzelnen Konsumenten oder Produzenten so leitet, dass er etwas tut in seinem eigenen Interesse, was aber dann zum Gesamtwohl der Gesellschaft beiträgt, das geht letztlich auf Adam Smith zurück. Also insofern kann ich Ihnen die Lektüre nur empfehlen. Wir kommen nun zu den neu zugewählten Mitgliedern unserer Akademie. Sie wissen, das ist für eine Akademie natürlich ein ganz, ganz wichtiger Akt, denn mit den neuen Mitgliedern kommen oft auch neue Fachrichtungen in die Akademie, ganz gewiss aber auch neue wissenschaftliche Gedanken. Die heute aufzunehmenden Kolleginnen und Kollegen zeichnen sich besonders aus durch ihre vielfältigen internationalen wissenschaftlichen Erfahrungen. Wissenschaft bleibt damit ein wichtiger Treiber für den internationalen Austausch, für eine offene Gesellschaft. Und ich denke, das ist gerade jetzt in diesen Tagen wichtiger denn je, wenn uns wieder der Lockdown hier droht und persönliche Kontakte hier fast
unmöglich macht, jedenfalls auf internationaler Ebene. Insofern sollten wir zumindest virtuell online mit unseren Kollegen im Ausland in Verbindung bleiben. Ich komme nun zu den einzelnen zugewählten Kolleginnen und Kollegen. Ich fange an mit Professor Hideo Ozono. Er kommt aus Japan und ist korrespondierendes Mitglied. Und er entdeckte im Jahre 2008 gemeinsam mit Kollegen eine völlig neuartige und unerwartete Klasse von Hochtemperatur-Supraleitern. Und, das ist so ein Geheimtipp, er zählt zu den Favoriten für einen Nobelpreis. Herzlich willkommen, Professor Ozono. Ich komme zu Herrn Professor Michael Streeck. Er ist auch im Raum hier. Herzlich willkommen, Herr Professor Streeck. Er ist Professor für Altorientalistik an der Universität Leipzig und Direktor des Altorientalischen Instituts. Er ist auch Mitglied der strukturbezogenen Kommission Afrika, Asien, Europa in unserer Akademie und er leitet zusammen mit Nathan Wassermann von der Hebrew University in Jerusalem das Projekt Sources of Early Akkadian Literature. Herzlich willkommen, Herr Professor Streeck. Professor Georg Kremnitz ist der Nächste. Er befasst sich vornehmlich mit der Soziologie der Kommunikation, mit Sprachenpolitik, Sprachen in Kontakt und Konflikt, mit sprachlichen Dominanzrelationen, auch mit Sprachwissenschaft und Psychoanalyse. Er hatte 2006 die Leibniz-Professur an der Universität Leipzig inne und 2018 hat er bei uns in der Akademie einen Vortrag zum Thema Katalonien, von der Hoffnung zur Ernüchterung und zum Separatismus, Etappen einer Entfremdung, gehalten. Herzlich willkommen, Professor Kremnitz. Frau Professor Melanie Malzahn ist Dekanin der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Sie habilitierte in indogermanischer Sprachwissenschaft und ist eine von rund einem Dutzend Forscherinnen und Forscher weltweit, die Docharisch beherrschen. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was Docharisch ist, was die docharische Sprache ist, nun, sie ist etwa im Mittelalter schon ausgestorben, aber sie ist unverzichtbar für die Rekonstruktion des Urindogermanischen, jener Ursprache also, aus der auch das Deutsche und das Englische letztlich sich entwickelt hat. Herzlich willkommen, Frau Kollegin Malzahn. Professor Fabian Lasani haben wir eben schon gehört. Er kommt aus Argentinien und ist jetzt Professor für laserbasierte Methoden der großflächigen Oberflächenstrukturierung an der TU Dresden und zugleich Direktor des Center for Advanced Microphotonics am Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden. Er kam schon vor langer Zeit nach Deutschland und war unter anderem auch Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung. Herzlich willkommen, Professor Lasagne. Wir kommen zu Professor Oliver Schmidt. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Herstellung und Integration von funktionalen Nanostrukturen in selbstorganisierten Mikro- und Nanoarchitekturen. So befasst er sich unter anderem mit schnellsten und hellsten Quellen verschränkter Photonen, das hat irgendwas mit Quantenphysik zu tun, sowie mit der Konzeption und Konstruktion der kleinsten Düsenantriebe. Spannendes Thema auch. Herzlich willkommen, Professor Schmidt. Schließlich noch Professor Jürgen Eckert. Herr Eckert war unter anderem wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden. Er ist Mitglied in einer ganzen Reihe von Akademien und er kann seit 1998 mehr als 1150 wissenschaftliche Publikationen vorweisen. Ich habe mal kurz nachgerechnet, das sind 60 im Jahr, das sind 5 im Monat.
Also das ist selbst für das Wissenschaftsgebiet von Herrn Kollegen Eckert, denke ich mal, eine ganze Menge. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser wissenschaftlichen Leistung und auch ein herzliches Willkommen an Sie. So viel zu den Zuwahlen. Liebe neu zugewählten Kolleginnen und Kollegen, natürlich warten wir darauf, dass wir uns dann auch mal persönlich in dem normalen, üblichen Rahmen treffen können. Und die Sekretäre unserer Akademie werden sicherlich Sorge dafür tragen, dass sie auch in die wissenschaftliche Arbeit unserer Akademie angemessen eingebunden werden. Und dann werden wir sicherlich auch das übliche Gespräch, das der Präsident normalerweise mit den neu zugewählten Mitgliedern führt, das werden wir dann auch nachholen können. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Verleihung des Theodor Frings-Preises. Theodor Frings war von 1927 bis 1968 Professor an der Universität Leipzig und von 1946 bis 1965 auch Präsident unserer Akademie. Der Preis wird in ehrendem Gedenken an das verdienstvolle Wirken von Theodor Frings vergeben für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft sowie für germanistische Forschungen mit interdisziplinärem Ansatz. Ich darf nun Professor Schmidt, unser ordentliches Mitglied, um die Laudatio für den diesjährigen Preisträger bitten. Sehr geehrter Herr Sepp, wo immer Sie sich befinden mögen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir kommt heute die Aufgabe zu, in einer unerfreulichen Zeit einige Worte aus einem sehr erfreulichen Anlass zu sagen, nämlich über den von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Leipzig vergebenen Frings-Preis. Wie der Herr Präsident eben sagte, der Preis wird vergeben, so das Reglement, in ehrendem Gedenken an das verdienstvolle Wirken von Professor Dr. Theodor Frings. Die von der zuständigen Jury einstimmig ausgezeichnete Monographie von Professor Dr. Arvi Sepp hat den Titel Topographie des Alltags, ein formidables Format, wie Sie hier vielleicht sehen können, eine kulturwissenschaftliche Lektüre von Viktor Klemperers Tagebüchern 1933 bis 1945. Ein paar Worte nur zur Person des Preisträgers. Arvi Sepp studierte Germanistik, Anglistik, Soziologie und Literaturwissenschaft in Löwen, Louvain-la-Neuve an der Justus-Liebig-Universität Gießen und an der Humboldt-Universität Berlin. Gegenwärtig ist er Professor für deutsche Literatur und Kulturwissenschaft an der Freien Universität Brüssel und Research Fellow am Institut für jüdische Studien an der Universität Antwerpen. Seine Publikationsliste weist Arbeiten auf zur Literaturtheorie, zur deutsch-jüdischer Literatur, Literatur und Diktatur, Autobiografietheorie, Migration und Mehrsprachigkeit in der Literatur und Minderheitenliteratur. Der Frings-Preis ist nicht seine erste und einzige Auszeichnung. Er erhielt bereits unter anderem den Tauber Institute Award in den USA, den Jacques-Rosenberg-Preis der Auschwitz-Stiftung in Brüssel, den Preis für Wissenschaftskommunikation der Königlichen Akademie für Wissenschaften und Künste ebenfalls in Brüssel. Das Werk, für das er heute den Theodor Frings-Preis erhält, ist die publizierte Fassung einer Dissertation an der Universität Antwerpen. Es befasst sich mit den Tagebüchern des bedeutenden jüdischstämmigen Dresdner Romanistikprofessors Viktor Klemperer 1881 bis 1960, die unter dem Titel »Ich will Zeugnis geben bis zum letzten« posthum 1995 im Berliner Aufbau Verlag erschienen sind. Arvi Sepps im Wilhelm Fink Verlag erschienene, über 500 Seiten starke Arbeit besticht durch die Vielfalt der behandelten Gesichtspunkte und akribische Analysen durch immer neue und überraschende Einsichten. Ein Ziel der Arbeit ist, Zitat, die Entwicklung eines differenzierten Beschreibungs- und Analysemodells von Viktor Klemperers Tagebüchern aus der NS-Zeit, mit dem die gattungsspezifischen Merkmale,
Darstellungstechniken und Funktionspotenziale seiner Notizen beschreibbar gemacht werden sollen. Dieses Ziel ist ohne Zweifel auf beeindruckende Weise erreicht worden. Arvi Sepp verfügt über umfassende Kenntnisse der Forschungsliteratur zur jüdischen, insbesondere der deutsch-jüdischen Kultur- und Literaturgeschichte und versteht es, diese Kenntnisse für seine Darstellung fruchtbar zu machen. Der Verfasser arbeitet die sehr unterschiedlichen Dimensionen und Funktionen von Klemperers Tagebuch heraus. Solche Dimensionen sind, ich nenne einige, die Wahrung des eigenen autonomen Denkens und der Erhalt eines antifaschistischen bzw. humanistischen Wertesystems. Das Schreiben täglicher Notizen als psychologische Überlebensstrategie, die Intention, von den Verbrechen des Nationalsozialismus Zeugnis abzulegen und damit einer zu erwartenden Geschichtsfälschung und einem in der Zukunft zu befürchtenden Revisionismus die Grundlage zu entziehen. Hat eine gewisse Aktualität, würde ich meinen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den Mitmenschen und der Geschichte. Eine Analyse der Volksstimmung der damaligen Vox Populi aus sprachkritischer und ethnografischer Perspektive. Die Formulierung schließlich programmatischer Positionen und Postulate für ein nachnationalsozialistisches Nachkriegsdeutschland. Der geleistete Arbeitsaufwand muss immens gewesen sein und so verwundert es auch nicht, dass man in einer Rezension liest, der Leser habe am Ende der Lektüre den Eindruck, gleich mehrere Bücher gelesen zu haben. Abschließend komme ich nochmals auf die Ordnung für die Preisvergabe zurück. Der Preis wird, wie eingangs erwähnt, verliehen als Anerkennung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet der germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft sowie für germanistische Forschungen mit interdisziplinärem Ansatz. Herr Sepp hat in seiner Monographie diese Kriterien auf hervorragende Weise erfüllt. Sie ist literaturwissenschaftlich und mit ihrer starken kulturwissenschaftlichen Komponente in einem hohen Maße und auf vorbildliche Weise interdisziplinär. Ich möchte Herrn Arvi Sepp zur Zuerkennung des Preises gratulieren und ich glaube, man kann auch der Preisjury zum diesjährigen Preisträger gratulieren. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schmidt, und natürlich unseren herzlichen Glückwunsch an den Preisträger. Und ich denke, es gibt jetzt eine Videobotschaft von ihm. Herr Sepp, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fühle mich besonders geehrt, den Theodor-Frings-Preis virtuell in Empfang nehmen zu dürfen. Ich wäre sehr gerne bei der Herbstsitzung anwesend gewesen, aber über diesen Weg möchte ich einige kurze Dankesworte an Sie richten. Ich bedanke mich bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Leipzig für die Verleihung des Preises, der natürlich eine Anerkennung meiner Arbeit bedeutet, über die ich mich persönlich sehr freue. Aber sie ist für mich vielmehr auch eine Anerkennung der andauernden Bedeutung und Relevanz der kritischen Philologie Viktor Klemperes im Sinne seiner LTI und vielleicht des philologischen Engagements im Allgemeinen in Zeiten der politischen Propaganda und der Hassrede. Klemperes Tagebücher bieten als philologisches Notizheft, in dem die NS-Sprache untersucht wird, als widerstandleistendes Medium der Selbstbehauptung angesichts der Entindividualisierung einen ebenso aussagekräftigen wie aufschlussreichen Einblick in das alltägliche Funktionieren der nationalsozialistischen Gesellschaft. Die Archivierung des Alltags unter dem Nationalsozialismus stellt bei Klemperer eine phänomenologische Rettung der Vergangenheit dar. Der Tagebuchautor bewahrt Bruchstücke und Fragmente der vielfachen Verordnung, Schikanen, Meinungen und Gerüchte auf. Vor diesem Hintergrund zeigt die sozial- und kulturwissenschaftliche Ausrichtung meiner germanistischen Forschungsarbeit den interdisziplinären Ansatz, der es erlaubt, das fein gewobene textuelle Netz von Viktor Klemperes Schreiben vor Augen zu führen. Vor diesem Hintergrund bedanke ich mich dafür, dass ich mit dem Theodor-Frings-Preis ausgezeichnet werde.
nochmal herzlichen Glückwunsch, Herr Sepp. Und ich habe Ihnen ja schon angeboten, dass Sie vielleicht bei einer der nächsten öffentlichen Sitzungen zu uns kommen könnten. Und wir würden uns sicherlich die Zeit nehmen, mit Ihnen zu sprechen. Meine Damen und Herren, auch der Förderverein unserer Akademie vergibt alljährlich einen Preis für eine herausragende wissenschaftliche Arbeit von wissenschaftlichen Nachwuchskräften der Akademie oder von externen Bewerbern aus dem Einzugsbereich unserer Akademie, wenn die wissenschaftliche Arbeit sich auf ein Forschungsgebiet der Akademie bezieht. Umso besser, wenn wir in diesem Jahr sogar zwei Preise vergeben können. Und ich darf nun den Laudator, unser ordentliches Mitglied und Altpräsidenten, Herrn Hausstein, um die Laudationes für die beiden Kandidaten bitten. Sehr geehrter Herr Staatsminister bzw. sehr verehrte Frau Staatssekretärin, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr verehrte liebe Frau Dr. Juliane Sibolka, lieber Herr Wang. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute zwei Nachwuchswissenschaftler als Preisträger für den Forschungspreis des Fördervereins unserer Akademie auszuzeichnen. Das betrifft zunächst Frau Dr. Prophologie, also der Ernährungswissenschaften, Juliane Sibolka. Ich darf Sie höflich bitten, nach vorn zu kommen, damit wir Sie besser sehen und bewundern können. Sie sind in Halberstadt geboren und haben dann an der Universität Halle Ernährungswissenschaften studiert und schließlich eine Promotionsarbeit in dem Institut für Anatomie angefertigt, die mit dem Prädikat Summa Cum Laude bewertet wurde und den Titel trägt Untersuchungen zum Einfluss von Melatonin auf die Somatostatinsekretion der pankreatischen Delta-Zelle. Die Arbeit wurde von Herrn Peschke, unserem ordentlichen Mitglied, betreut, später aber auch von Frau Dozent Baczwinski-Wutschke im Institut für Anatomie der Universität Halle. Es ist von Ihnen, liebe Frau Sibolka, ein umfangreiches Repertoire moderner molekularbiologischer sowie immunhistochemischer Techniken. Darüber hin haben Sie gefunden, dass in den humanen Delta-Zellen einer speziellen Linie ein hemmender Einfluss von Melatonin auf die Somatostatinsekretion zweifelsfrei nachweisbar ist. Sie haben sich damit ein sehr komplexes Thema ausgewählt, das über Jahre bearbeitet wurde. Die Fülle der Methoden zeigt, dass sie in einer ordentlichen, gut funktionierenden Arbeitsgruppe integriert waren, weil sie diese Methoden übernehmen konnten. Und man kann sagen, dass die Ergebnisse auch unter Zuhilfenahme der Untersuchungen an Insulin- und Glucagon-produzierenden Zellen, also an Beta- und Alpha-Zellen des Pankreas, zum Verständnis beigetragen haben, warum Störungen des zirkadianen Rhythmus, Melatonin wurde ja bereits erwähnt aus der Hirnanhangsdrüse, ist ein entscheidender Rhythmuschronisator des Schlaf-Wach-Rhythmus, warum dadurch ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Stoffwechselstörungen, unter anderem auch der Typ 2 Diabetes wird diskutiert, ist aber nicht bewiesen, wieso das zustande kommen kann. Ich darf noch ergänzen, dass das Somatostatin ein Peptidhormon für die Verdauung ist aus dem Pankreas, dass aber auch die Bildung des Wachstumshormon Somatotropin der Hypophyse verursacht.
sodass Sie also in einem sehr komplexen Mechanismus untersucht haben, wo Rezeptor, Ligand, vermittelte Effekte, Signaltransduktionskaskaden und auch Zytokine eine große Rolle gespielt haben. Und letztendlich haben Sie damit auch anhand Ihrer 5 Publikationen, die Sie fleißig erstellt haben, wo Sie aber auch sehr schöpferisch über komplexe biologische Vorgänge untersucht haben, das alles hervorragend bewältigt haben. Sie sind jetzt noch für Monate im Anatomischen Institut auch bei Frau Dozent Baczwinski Wutschke angestellt, und ich bin sicher, dass das Ihnen bereits überwiesene Preisgeld zunutze genommen werden kann, um Ihre Karriere weiter zu befördern. Nochmals mit großer Bewunderung herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung mit diesem Preis und auch für Ihre Karriere und für Ihre Familie weiterhin alles Gute. Damit kommen wir zum zweiten Preisträger, am Master der Philosophie, Seun Taek Hwang. Er kommt aus Südkorea, aus der anderen Hälfte der Erdkugel, und hat eine Dissertation eine Dissertation geschrieben mit dem Thema Microscopic Diffusion Measurements with Nanoporous Materials, Complementary Benefits of Infrared Microimaging and Pulsed Field Gradient Nuclear Magnetic Resonance. Diese Arbeit wurde auch bei der DFG finanziert und als hervorragende Arbeit beurteilt. Sie haben 8 Publikationen veröffentlicht, vor allen Dingen auch ein Buchbeitrag mit dem Titel Diffusion Analysis in 4 Hierarchies by the 2-Region Model. Die Arbeit ist insgesamt im Rahmen der Strukturkommission Ausbreitung in Natur, Technik und Gesellschaft unserer Akademie fertiggestellt worden und betreut von Herrn Jörg Kerger, später von Herrn Jürgen Haase, und beides Physiker, und dann schließlich noch unter Beratung von Herrn Erich Mirsemann als Mathematiker, alle 3 Persönlichkeiten Mitglied unserer Akademie. Im Zentrum dieser Arbeit stehen Materialien, die mit sogenannter hierarchischer Porenstruktur ausgestattet sind. Also es wird eine mikroporöse Volumenphase, in der sich die technologisch gewünschten Effekte wie Stoffwandlung und Stofftrennung abspielen, von einem Netzwerk von Meso- und Makroporen, also Poren unterschiedlicher Größe, durchzogen, das eine Beschleunigung des Antransports der Ausgangsmaterialien und des Abtransports der Produktstufe bewirkt. So können im Vergleich zum Gebrauch monoporöser Materialien erhebliche Produktivitätssteigerungen erreicht werden. Und der Einfluss der Wirt-Gast-Mechanismen in solch komplexen Mechanismen stellt eine große Herausforderung für die Grundlagenforschung im Grenzgebiet zwischen Physik, Chemie und Materialwissenschaftler. Sie sind ja selbst ein Materialwissenschaftler als Ingenieur, der Sie sich in Cambridge auf die Art und Weise qualifiziert haben. Dies stellt sozusagen diese komplexe Zusammenhänge dar. Unter Bezugnahme auf die Möglichkeiten Ihrer experimentellen Bestimmung mittels Nuclear Magnet Resonance Diffusometrie und Mikrobildgebung im Rahmen der Infrarotspektroskopie liefert diese Arbeit erstmalig eine geschlossene Theorie zum Abtransport in solchen
Materialien. Und damit ist das auch wichtig für den Einsatz zur Wertschöpfung von durch Stofftrennung und Wandlung, was dieser Publikation eine große Resonanz in der Fachwelt erwarten lässt. Und das Phänomen der Ausbreitung, wie hier beschrieben, ist nicht nur für die Diffusion von Atomen und Molekülen beschränkt, sondern reflektiert auch seine Bedeutung in der Natur und Gesellschaft. Sodass ich zusammenfassend sagen darf, dass das alles sehr exzellent geplant, durchgeführt wurde, von hoher Kreativität und dass sie insgesamt als kollegial denkender, handelnder junger Kollege eingestuft werden. Sie haben ja globale Erfahrungen von Südkorea über Cambridge bis hin zu 5 Jahre Leipzig. Sie werden auf alle Fälle bis Ende März noch an der Fakultät für Physik und Geowissenschaften tätig sein. Und Ihre Arbeit werden Sie, ich bin ganz sicher, erfolgreich am 21. Dezember diesen Jahres vor der Fakultät verteidigen. Auch Ihnen mit ganz großer Hochachtung und Bewunderung meinen herzlichen Glückwunsch und mit allen guten Wünschen für Ihre weitere Karriere und für Ihre Familie. Gestatten Sie mir, dass ich im Anschluss daran noch ein Wort in eigener Sache des Fördervereins anfüge. Ich darf Sie als Vorsitzender des Fördervereins und zwar die neuen Mitglieder gleichzeitig, dass sie sich gut einbringen können mit guten kooperativen Ideen auch zum Erfolg beitragen und darf sie sehr herzlich einladen, auch Mitglied unseres Fördervereins zu werden. Mit herzlichem Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Haustein, für diese Laudationes und natürlich unseren herzlichen Glückwunsch auch an die Preisträgerin, an den Preisträger. Und Corona-konform darf ich Sie jetzt bitten, die Urkunde zu nehmen und ein Blumensträußchen dazu. Bitte, bitte bedienen Sie sich. So, und dann nochmal alles Gute. So, meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Festansprache. Die heutige Festansprache wird unser ordentliches Mitglied Daniel Fulda, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg halten. Herr Fulda ist in manchen Gremien unserer Akademie aktiv. Unter anderem ist er Vorsitzender der interakademischen vorhabenbezogenen Kommission zum Projekt Propylaen, Forschungsplattform zu Goethes Biographica. Herr Fulda, bitte. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Wiesmet, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Preisträger, denen ich an dieser Stelle auch meine Gratulation ausdrücken möchte. Dem Präsidium der Akademie danke ich für die Gelegenheit, den Festvortrag der Herbstsitzung halten zu dürfen. Schade nur, dass wir heute nicht in der üblichen Weise persönlich zusammenkommen können. Allen, die sich eingeschaltet haben und jetzt noch dabei sind, danke ich herzlich für Ihre kollegiale Neugierde. Gut 30 Jahre liegen friedliche Revolutionen und Wiedervereinigungen nun zurück. Stärker als bei früheren Jubiläen war diesmal ein kritisches, auch selbstkritisches Nachdenken. Welche neuen Belastungen und nicht nur Freiheiten hat der Beitritt zur Bundesrepublik mit sich gebracht, für den die DDR-Bürger sich entschieden? Ein Leitmotiv des heutigen Redens über die Wendezeit und die frühen 1990er Jahre ist die Tiefe und Breite des Einschnitts,
bei den gesellschaftlichen Strukturen und ebenso im alltäglichen Leben, mit dem die Menschen in den neuen Bundesländern zurechtkommen mussten. In diesem Sinne schrieb Hans-Joachim Mayer, Ehrenmitglied unserer Akademie, bereits 2015, für die Deutschen im Osten bedeutete der Beitritt, faktisch über Nacht zu Lehrlingen zu werden und zu Einwanderern im eigenen Land. Zitat Ende. In den mit der Gegenwartsanalyse befassten Wissenschaften ist das durch den Umbruch von 89-90 und seine Folgen hervorgerufene Fremdheitsgefühl in den letzten Jahren zum viel diskutierten Thema geworden. Nicht zuletzt, weil man hier nach Gründen für den so stark gewordenen Rechtspopulismus sucht. Ebenso hören wir aus der Politik immer öfter die Anerkennung des Umstellungsdrucks, der vom Zusammenbruch der DDR und der weitgehenden Übernahme der westdeutschen Regeln ausging, sei nicht nur menschlich geboten, sondern könne auch der gerade im Osten weit verbreiteten Unzufriedenheit entgegenwirken. Ich möchte heute eine andere Art von Umbruch in den Blick nehmen, nämlich einen Abschied von lange herrschenden Gewissheiten, der sich in der alten Bundesrepublik vollzog. An der eben zitierten Stelle bezieht sich Mayer vergleichend auch auf die Altbundesrepublikaner. Die Vereinigung war asymmetrisch und sie konnte auch nur asymmetrisch sein. Gewiss bedeutete der Vereinigungsprozess für die Deutschen im Westen eine enorme finanzielle Bürde, aber sie griff nur selten unmittelbar in deren Leben ein. Zitat Ende. Das ist zweifellos richtig. Falsch wäre es jedoch, aus der viel geringeren Betroffenheit der Westdeutschen zu schließen, es habe dort keine grundlegenden Änderungen gegeben. Dass es solche Änderungen gab, möchte ich in der nächsten halben Stunde vorführen, wenn auch nur für einen kleinen und ziemlich elitären Bereich. Konkret für den vorherrschenden ästhetischen, literarischen und intellektuellen Denkstil. Zweifellos waren die Umbrüche im Osten viel dramatischer. Doch möchte ich zeigen, dass auch die alte Bundesrepublik und nicht nur die DDR längst ein fernes Land geworden ist. Anders als es sich manche zu wünschen scheinen, können wir nicht dahin zurück. Und ich würde es mir auch gar nicht wünschen. Vorweg noch ein Wort zur von mir gewählten Methode und zu ihrem Ort in meinem Fachgebiet der neueren deutschen Literaturwissenschaft. Im Grunde analysiere ich heute nur ein einziges Gedicht. Lediglich durch dessen Form und intertextuelle Anspielungen lasse ich mich in größere Geschichtsräume führen. Bezüge auf Geschichte und Gesellschaft thematisiere ich nur, soweit sie durch den literarischen Text erzeugt werden. Literaturwissenschaft kann indessen auch anders vorgehen. Ebenso legitim ist es, quasi beim Gegenteil, bei einer großen Textgruppe anzusetzen und danach zu fragen, wie die chronologische Folge dieser Texte mit qualitativen Unterschieden zwischen ihnen korreliert, sodass ein in Texten sich vollziehender historischer Prozess beschrieben werden kann. Mein Akademievortrag, den ich 2017 über die deutschen Klassiker hielt, folgte dieser zweiten Methode. Da ging es um einen das ganze 18. Jahrhundert durchziehenden Diskurs und Klassikerausgaben von Dutzenden oder sogar mehreren hundert Bänden. Diesmal interpretiere ich nur ein Gedicht von nicht mehr als 10 Versen. Als ein Abschied von der alten Bundesrepublik in gerade einmal 111 Silben, einschließlich des Titels, lässt sich dieses Gedicht lesen, das Dirk von Petersdorf 2011 publiziert hat. Zauberwürfel. Ein hohes Sausen kommt durch die Jahrzehnte. Das sind die Waschmaschinen der WGs. Und dort Susanne, die am Kleinbus lehnte, mit diesem Follow-me-Appell. Ich seh's, riech auch die Suhrkamp-Bücher im Regal, in denen irgendwo die Wahrheit döste. Den Zauberwürfel drehen. 100-mal fühlst du nicht auch, wie man ihn immer löste in schnellen, traumhaft sicheren Prozessen? Ich fühl's, nur wie das ging, hab ich vergessen. Ein zeitlicher Abstand wird gleich in der ersten Zeile markiert. Jahrzehnte trennen das lyrische Ich von den im Folgenden beschriebenen Sinneseindrücken, an die es sich erinnert oder besser
die sich ihm wieder aufdrängen. Das Entscheidende ist indes die qualitative Distanz zwischen der gegenwärtigen Wiederwahrnehmung des Vergangenen und den ursprünglichen Erlebnissen vor Jahrzehnten. Jene Wahrnehmung ist zwar so stark, dass alle Verben der sinnlichen Wahrnehmung im Präsens stehen, und sie ist multisensoriell, denn sie findet im akustischen Kanal ebenso wie optisch, olfaktorisch und haptisch statt. Ich hoffe, dass Sie alle jetzt die Folie sehen können, sonst müsste ich noch ausführlicher werden. Jedoch kontrastiert der Lebhaftigkeit dieser sinnlichen Eindrücke die Unwiederholbarkeit des Gewesenen. Die im letzten Vers formulierte Pointe lautet: Ich fühl's, nur wie das ging, habe ich vergessen. Von der Fähigkeit, den bereits im Titel beschworenen Zauberwürfel zu lösen, hätte man noch am ehesten Reproduzierbarkeit über die Zeiten hinweg erwarten können. Aber auch dieses damals ist dem lyrischen Ich entglitten. Soweit zu der zeitlichen Distanzierung, welche die wechselnden Zeitformen der Verben, Präsens versus Imperfekt, sowie die Opposition von starker sinnlicher Erinnerung und dem Eingeständnis, dass die Reproduktion des Erinnerten unmöglich ist, erzeugen. Hinzu kommt eine historische Einordnung im Sinne einer zumindest ungefähren Datierung sowie einer Kontextualisierung, die das Verstehen einer Situation oder Handlung aus ihren Umständen ermöglicht. Angebote zur Historisierung in diesem vollen Sinn macht das Gedicht dem Leser, indem es alle Sinneseindruckserinnerungen an Gegenstände bindet, die als typische Ausstattungsstücke einer bestimmten Phase der alten Bundesrepublik, genauer der Lebenswelt ihrer bildungsbürgerlichen Bewohner, gelten können. So gehören die Waschmaschinen der WGs typischerweise in die Lebensphase nach dem Auszug aus dem Elternhaus und vor der Gründung einer eigenen Familie, seitdem sich die Wohngemeinschaft als temporäre Lebensform in den westlichen Ländern verbreitet hat, also seit Mitte der 1970er Jahre. In dem Kleinbus, an dem die adoleszent, informell nur mit dem Vornamen angesprochene Susanne lehnte, kann man leicht den VW-Bulli erkennen, der damals unter jungen Leuten und Aussteigern beliebt war. Dazu passt dann auch Susannes hippiehaft locker lockende Follow-Me-Haltung. Die Suhrkamp-Bücher im Regal wiederum rufen nicht nur die Vorstellung der Wohnung eines Literaturinteressierten und oder Geisteswissenschaftlers auf und im Kontext des Vorhergehenden eines Studenten, sondern auch George Steiners Ausspruch von 1973, für das intellektuelle Leben in Deutschland sei nun die Suhrkamp-Culture charakteristisch. Gemeint war, wie selbstverständlich, in Westdeutschland. Der Zauberwürfel schließlich wurde 1974 von Ernő Rubik erfunden und hat nach seiner Auszeichnung als deutsches Spiel des Jahres 1980 zum Modeartikel geworden, weit verbreitet, insbesondere unter Jugendlichen. Die Zeit und die Gesellschaft, aus der die Erinnerungen des lyrischen Ichs stammen, sind mit diesen wenigen Schlüsselvokabeln klar als die letzten anderthalb Jahrzehnte der alten Bundesrepublik ausgewiesen. Nur der Zauberwürfel ist da nicht eindeutig, denn er war auch im Osten bekannt. Das DDR-Fernsehen hat im Herbst 1981 über den Zauberwürfel-Hype in Ungarn berichtet. Wann und in welchem Maße sich der Würfel in der DDR verbreitete, habe ich leider nicht ermitteln können. Die anderen Objekte weisen aber eindeutig auf den Westen. Für den einigermaßen kundigen Leser ist damit zugleich eine recht komplexe Vorstellung von Lebensformen und Lebenseinstellungen aufgerufen. Das Gedicht repräsentiert jene Phase der alten Bundesrepublik durch die Leserwissen mobilisierende Evokation sehr weniger, aber charakteristischer Zustände und markiert zugleich deren Vergangensein. Eine historiografische Erläuterung ist dafür nicht erforderlich. Erweist sich das Gedicht demnach als Literatur, indem es mehr andeutet als erklärt, so ist es aber auch darin gut literarisch und gute Literatur, wie ich meine, dass die mitgeteilten punktuellen Erinnerungen nur scheinbar dem Zufall unterliegen. Auf das breite Spektrum der beteiligten Sinne habe ich bereits hingewiesen. Hinzu kommt eine geradezu systematische Spannweite der Referenzbereiche.
Auf die stationären Innenräume der WGs folgt das reisende Ausgreifen in die Welt per Kleinbus, auf die geisteswissenschaftliche Intellektualitätsanmutung der Suhrkamp-Bücher, die eher technische Geschicklichkeitsherausforderung des Zauberwürfels. Trotz seiner Kürze versucht sich das Gedicht nahezu ostentativ an der breiten Erfassung einer Epoche, wenigstens in Bezug auf bestimmte Milieus. Die Beiläufigkeit und zugleich Exaktheit, mit denen sich Erinnerungen hier zu einem Bild zusammenfügen, lassen Petersdorfs Gedicht selbst als eine Art Zauberwürfel erscheinen, der in, wie es heißt, traumhaft sicheren Prozessen zur vollkommenen Form gebracht wurde. Demnach kann der Titel nicht nur als Gegenstands-, sondern auch als Selbstbezeichnung verstanden werden. Wenn wir eben die aufgerufene Epoche näher bestimmt haben, warum genau erscheint sie dem lyrischen Ich als historisch, im Sinne von qualitativ anders als die Gegenwart? Wie sich das lyrische Ich in den angedeuteten Situationen verhalten hat, darüber erfährt der Leser kaum etwas. Nur, dass es andauernd den Zauberwürfel drehte und immer löste in schnellen, traumhaft sicheren Prozessen, erfahren wir. Ein Gelingen ohne Nachdenken, wie selbstverständlich, das ist die aus den 70er, 80er Jahren erinnerte Erfahrung eigenen Tuns. Wie bereits festgestellt, ist jedoch genau dieser präreflexive Handlungserfolg dem lyrischen Ich Jahrzehnte später abhanden gekommen. Beträfe dies wirklich nur Rubiks Zauberwürfel, so wäre das kaum eine Erwähnung wert, die als abschließende Pointe daherkommt. Versuchen wir daher, den Zauberwürfel als paradigmatisches Objekt zu verstehen, das nicht nur als Teil der Objektwelt der alten Bundesrepublik signifikant ist, sondern darüber hinaus eine aufschließende Funktion hat. Mit dem Wünschelrute-Gedicht Josef von Eichendorffs könnte man sagen, wie ein Zauberwort, das die Welt zum Singen bringt, wenn es getroffen wird. An dieser Stelle an das Eichendorffsche Zauberwort zu denken, liegt nahe, weil die drei letzten Worte von Petersdorffs Gedicht, ja, das sehen Sie unten, Petersdorffs Gedicht, den Schlussvers, weiter nach rechts bitte gehen, eines von Schumann vertonten Gedichts aus Heines Buch der Lieder zitieren. Und das Wort habe ich vergessen. Das unausgewiesene Heine-Zitat supplementiert das Stichwort Wort, das wiederum an das Schlusswort von Eichendorffs romantischem Metta-Gedicht denken lässt und ruft dessen Versprechen einer durch das treffende Wort aufgeschlossenen Sinneseindrucks- und Bedeutungsfülle auf. Ein Versprechen, das Petersdorffs Verse einlösen, wie ich meine. Mit all dem situiert sich das Gedicht in einem poetologischen und literaturgeschichtlichen Horizont, der noch weit mehr umfasst als einige Jahrzehnte, nämlich bis in die Romantik zurückreicht. Der Zauberwürfel als Zauberwort, das die Welt verstehbar macht. Daran lassen sich noch weitere Deutungen schließen, die zunächst die Erinnerung an die alte Bundesrepublik betreffen und dann auch die Romantikbezüge des Gedichtes historisieren. Der bis zur Lösung gedrehte Zauberwürfel zeigt an jeder Seite nur eine Farbe und dies immer in derselben Konstellation. Der ungelöste Zauberwürfel dagegen ist von einer Buntheit, die unüberschaubar viele konkrete Ausprägungen annehmen kann. Über 43, was waren es, Trillionen. Der erstgenannte Zustand ließ sich, so das Gedicht, früher leicht herbeiführen, heute dagegen bleibt es unübersteiglich bei jener Unordnung. Eine simple, alternativlose Struktur dort, nahezu unendlich viele Möglichkeiten, die sich einer Ordnung entziehen, hier. Leicht lässt sich diese Gegenüberstellung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse der Bundesrepublik übertragen, wie sie heute gerne gesehen werden. Das heißt, sie entspricht einem geläufigen Selbstbeschreibungsdiskurs unserer Gegenwart, gerade wo Vergleiche mit der Ära Schmidt oder Kohl gezogen werden. Alles sei unendlich komplexer geworden, es gebe keine einfachen Lösungen mehr, Selbstverständlichkeiten seien verloren gegangen. Allerdings kann gerade
eine so leichte Übertragbarkeit vom Individuellen aufs gesellschaftlich Allgemeine stutzig machen. Und es gibt gute Gründe, in jenen Klischees nicht die Antwort des Gedichts auf die Frage zu erkennen, was unsere Gegenwart von der späten alten Bundesrepublik unterscheidet, sondern eben ein Klischee, das das Gedicht aufnimmt, um es auszustellen und kritisch zu beleuchten. Denn das lyrische Ich, das hier spricht, ist als Repräsentant seiner Generation gezeichnet. Wie die Korrespondenz von Pronomen der ersten, zweiten und dritten Person ausweist. Demnach sind es typischerweise die in den 1970er und 80er Jahren in Westdeutschland Sozialisierten, die heute die alte Bundesrepublik als Zeit einer mittlerweile verlorenen Seinssicherheit verklären. Warum diese Generation solche verklärenden Erinnerungen hat, lässt das Gedicht ebenfalls erkennen. Weil es die topisch schöne Zeit der eigenen Jugend mit ihrer Verselbstständigung und Selbstfindung, mit ihren Aufbrüchen und Entdeckungen war. Das weniger Schöne dieser Zeit, Terrorismus, Öl- und Wirtschaftskrise, Waldsterben, Atomkriegsangst, all das hat in der Erinnerung dagegen keinen Platz. Wie man nachrechnen kann, kam das lyrische Ich Anfang bis Mitte der 1960er Jahre zur Welt, ähnlich dem 1966 geborenen Autor. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Gedichts geht es demnach auf die 50 zu und befindet sich in der zweiten Lebenshälfte, mit nachlassenden Kräften wahrscheinlich und dergleichen Unannehmlichkeiten. Das Lob der alten Bundesrepublik entpuppt sich so als Alterungsprodukt einer bestimmten Generation, nämlich der sogenannten Babyboomer, die sich an die Zeit erinnern, als die im Follow-Me-Appell einer jungen Frau glücksverheißende Zukunft noch vor ihnen lag. Die am Zauberwürfel exemplifizierte Opposition zwischen traumwandlerischer Sicherheit und nicht mehr wissen wie, sowie die davor multisensoriell durchgespielte Dialektik von Fernsein und Erinnerung haben darüber hinaus aber auch einen spezifischen und signifikanten Platz in zwei Jahrhunderten Ästhetik und Literatur. Denn jener Opposition und jener Dialektik liegt der romantische Gedanke von einer ursprünglichen Einheit von Welt und Ich, von Fühlen und Wissen sowie von Sein und Sprache zugrunde, die zerbrochen sei im Laufe der Entwicklung des einzelnen Menschen wie der Welt insgesamt. Dissoziation sei, so der um 1800 ausgearbeitete Grundgedanke von moderner Theorie, romantischer Poetik und Kulturkritik gleichermaßen, Dissoziation also sei die Verfassung des Erwachsenen und der modernen Gesellschaft. Wieder aufscheinen könne die verlorene Einheit des Ursprungs nur noch in einzelnen aufblitzenden Erinnerungen sowie der Poesie. Beides ist genau das, was das Gedicht mit dem Aufruf multisensorieller Erinnerungen sowohl beschreibt als auch zu erzeugen versucht. Eine Romantisierung nicht aus nostalgischer Schwäche, sondern als künstlerische Verzauberung der Welt betreibt es dezent, aber kräftig. Schauen Sie nur auf den typisch romantischen Synästhesie-Effekt, der übrigens nicht allein durch die nacheinander aufgerufenen Sinneseindruckserinnerungen der gehörten Waschmaschine, der gesehenen Kleinbusmitfahrerin, der gerochenen Bücher sowie des gefühlten Zauberwürfels entsteht, sondern auch schon in diesen einzelnen Elementen angelegt ist. Für die vom lyrischen Ich gerochenen Bücher der Edition Suhrkamp sind bekanntlich die Regenbogenfarben ihrer Umschläge charakteristisch, sowie es sechs Farben für den primär taktil gespeicherten Zauberwürfel sind, während schleudernd tönende Waschmaschinen die Farben der in der Glasluke sichtbaren Wäsche verwirbeln. Der optische Follow-Me-Appell einer jungen Frau kann wiederum leicht als Weckung von Berührungshoffnungen verstanden werden. Von solcher Romantisierung als Anreicherung der Welterfahrung distanziert sich das Gedicht nicht. Vielmehr hat es Teil an diesem Modus der Sinnerzeugung, sowie auch die Anspielungen auf das Heine-Gedicht und Eichendorffs Zauberwort als Romantikbekenntnisse verstanden werden dürfen. Freilich handelt es sich um ein ironisch gebrochenes Bekenntnis,
wie die Koppelung von Vokabeln, starke Erwartungshaltung, ein hohes Sausen, ja, mit banalen Haushaltsgeräten, die Waschmaschinen und andere Registerbrüche unterstreichen, ja, auch wenn es halt die Wahrheit döste, das bricht diese Emphase. Gebrochen ist der Bezug auf die Romantik auch insofern, als keine Rückkehrsehnsucht artikuliert wird. Dass es den Zauberwürfel nicht mehr zu lösen sei, weiß, beklagt das lyrische Ich nicht. In einer Poetikvorlesung hat Petersdorf seine ästhetischen Prinzipien dargelegt. Der in Zauberwürfel erinnerte Zeitraum spielt dabei eine entscheidende Rolle. Zitat: Seit den 1970er und 1980er Jahren, Zitat Ende, sei die Kunstreligion, ja, wieder Petersdorfs Ausdruck, aufgebrochen, die in Deutschland seit etwa 1800 vorgeherrscht habe. Was ist mit Kunstreligion gemeint? Eine zum Ersatz religiöser Weltdeutungen hypostasierte Kunst mit diesen Charakteristika. Abwendung von der profanen Wirklichkeit, Unterstellung unter einen ästhetischen Fortschrittsimperativ sowie eine Teleologie hin auf Versöhnung der Antagonismen der Moderne. Nahezu 200 Jahre lang habe die Kunst damit ein tiefes Misstrauen gegen die Gesellschaft kultiviert, die ihrerseits zunehmend pluralistisch geworden sei. Erst in der Zeit der späten alten Bundesrepublik habe das vorherrschende Denken in der Ästhetik ebenso wie in anderen Theoriebereichen den Pluralismus anerkannt. Als wichtigste Gewährsmänner für diesen fundamentalen Umbruch nennt Petersdorf Jean-François Lyotard mit La Condition Postmoderne von 1979, Niklas Luhmann mit seiner von Differenz ausgehenden Gesellschaftstheorie sowie Richard Rorty mit Contingency, Irony and Solidarity von 1989. Petersdorfs Gedicht betreibt kein entsprechendes Name-Dropping, aber vielmehr nimmt es die Perspektive eines seinerzeit Pluralisierung erlebenden Subjekts ein. Trotzdem sind die von jenen Autoren vertretenen Prinzipien präsent genug. In der bereits angesprochenen Ironie ebenso wie im Nebeneinander, Zitat, von heterogenen Welt- und Selbstbeschreibungen, Zitat Ende, wie Petersdorf mit Rorty formuliert. Hier mag man einwenden, die Objektsphären des Zauberwürfelgedichts von der Waschmaschine bis zum Suhrkamp-Buchregal seien zwar heterogen, aber trotzdem von ein und demselben lyrischen Ich bewohnt worden. In der Tat. Eben das ist Petersdorfs Pointe. Gelebt wurde jener Pluralismus auch damals schon. Nur die Intellektuellen mussten noch lernen, ihn anzuerkennen. Vor diesem theoriegeschichtlichen Hintergrund gewinnt die Formulierung von den Suhrkamp-Büchern, in denen irgendwo die Wahrheit döste, eine Kippbedeutung. Einerseits steckt darin Spott über den Welterklärungskraftverlust von Suhrkamp-Culture-Autoren wie Theodor W. Adorno, dem nach Petersdorf letzten großen Anwalt der Kunstreligion. Andererseits sind Luhmann und Rorty ebenfalls Suhrkamp-Autoren, deren Zeit aber erst kommen sollte, die also noch dösten. Eine solche Kippfigur stellt wiederum selbst ein Nebeneinander des Gegensätzlichen dar und exemplifiziert so den irreduziblen Pluralismus, dessen Anerkennung vor etwa 40 Jahren begonnen habe. In diesem Sinne ist die späte alte Bundesrepublik für Petersdorf insgesamt eine Kippzeit. Hierhin gehören nun auch einige Worte zur Form des Gedichts. Zehnzeiler, ja, es ist ein Zehnzeiler aus zwei kreuzgereimten Quartetten mit einem abschließenden Couplet, sind keine feststehende Form mit eigenem Namen. Trotzdem stellt sich der Eindruck von Formenstrenge ein. Durch das strikt alternierende Versmaß sowie eine gewisse Ähnlichkeit mit der achtzeiligen Stanze in der Mitte sowie dem Sonett. Denn sowohl diese Gedichtformen als auch die von Petersdorf gewählte drängen auf einen resümierenden oder reflektierenden Abschluss hin. Zudem haben sie eine vergleichsweise anspruchsvolle Regelmäßigkeit gemeinsam.
Insgesamt wirkt die Form des Zauberwürfelgedichtes klar definiert und eher traditionell. Wie passt das nun zu der in Petersdorfs programmatischen Äußerung gefeierten Befreiung von den Normen der fast zwei Jahrhunderte vorherrschenden Kunstreligion? Was Klaus Petersdorf mit dem Dominanzverlust der Kunstreligion seine Kraft verloren hat, ist der modernistische Bann auf traditionellen Formen, ja überhaupt auf Formgebung, die falscher Versöhnlichkeit verdächtigt wurde. Die Rückkehr zum Beispiel des Reimes sieht er daher als Befreiung von einsinnigen Modernitätsgeboten. Wohlgemerkt sind der Reim und die anderen Formprinzipien des Zauberwürfelgedichtes aber nicht die neue Norm, sondern sie tragen zu einem zeitgemäßen Pluralismus bei. Gebundenheit stellt hier eine legitime Option freier Wahl dar, nicht mehr und nicht weniger. Oh, da hätte ich weitermachen müssen. Entschuldigung, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Ja. Die Historisierung der westdeutschen Spätzeit, die das Zauberwürfelgedicht vornimmt, ist unverkennbar eine literarische. Geschichtswissenschaftlichen Anforderungen genügt sie nicht. Statt überprüfbarer Nachweise bietet sie subjektive Erinnerungen und ihre Argumentation entfaltet sie nicht explizit, sondern durch sprachliche Feinheiten wie den Wechsel von Präsens und Präteritum, Anspielungen auf romantische Prätexte sowie eine von der gewählten Form getragene Stellungnahme zu grundsätzlichen Fragen der Ästhetik. Damit führt sie zugleich vor, was literarische Problemerörterungen denjenigen anderer Diskurse voraushaben können. Eine hochgradige Verdichtung, die ganz unterschiedliche Sach- und Problemdimensionen engstens aufeinander bezieht. Hier zum Beispiel Vergangenheit und Gegenwart, subjektive Erfahrungen und historische Interpretation, Ästhetik und Gesellschaft, Wahrnehmung und Wissen, Behauptungen und ihre ironische Brechung. Diese Verdichtung ermöglicht es, anderthalb Jahrzehnte der alten Bundesrepublik, darüber hinaus die 30 oder mehr Jahre seitdem und überdies zwei Jahrhunderte romantischen Erbes in lediglich 10 Versen zu repräsentieren und zu reflektieren. Ist die Darstellungsweise spezifisch literarisch, so gibt es inhaltlich durchaus Parallelen zur jüngsten Geschichtsschreibung. Denn auch Historiker betonen neuerdings, dass nicht erst die politischen Umbrüche von 89-90 einschneidende und langfristig wirksame Veränderungen bewirkten. Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann, so lautet der Titel eines 2019 erschienenen Buches von Frank Bösch. Gemeint sind zum Beispiel die Islamische Revolution im Iran, der Reaktorunfall in Harrisburg, Thatchers, Stilllegung britischer Kohlegruben und vieles mehr. Für das Zauberwürfelgedicht einschlägiger wird es, wo die damaligen Veränderungen als Zitat Bösch Bruch mit den Grundannahmen und Erwartungen der Moderne eingestuft werden. Die Moderne, um die es der Geschichtswissenschaft geht, ist zwar die des planenden Nationalstaats, der formierten Gesellschaft, der sozialstaatlich eingehegten Wirtschaft und nicht die der Kunstreligion. Wenn in den Krisen, die den Nachkriegsboom im Westen beendeten, ja, um 1979, wenn damals Imperative der Deregulierung, der Entideologisierung, der Privatisierung und der Selbststeuerung hervortraten, so steckte darin jedoch manche Ähnlichkeit mit den Pluralisierungs- und Liberalisierungstendenzen, für die Lyotard, Luhmann und Rorty einstehen. In zeitgeschichtlichen Überblicksdarstellungen ist es geradezu ein Topos geworden, auf Lyotard als den für die Umbrüche zwischen Moderne und Gegenwart symptomatischsten Autor zu verweisen. Ja, ein paar, die eigentlich überraschend genug Historiker über Lyotard sprechen, sehen Sie hier eingeblendet. Lassen Sie mich zum Schluss den Bogen zurück zum Ausgangspunkt schlagen. Von der empörten Erregung, die in der deutschen Öffentlichkeit seit einigen Jahren herrscht und den zeitgeschichtlich verursachten Verunsicherungen, ja Traumatisierungen, wie es manchmal heißt, die bezüglich der neuen Bundesländer dafür verantwortlich gemacht werden, ist die Stimmung des Zauberwürfelgedichts so weit entfernt wie nur möglich.
Das gilt sowohl für die Haltung des lyrischen Ichs zur erinnerten Vergangenheit, als auch für deren Ästhetik und denkgeschichtliche Einordnung, die das Gedicht durch seine Form und sprachliche Gestaltung sowie durch intertextuelle Referenzen vornimmt. Die Erinnerungen des lyrischen Ichs an tiefe Sinneseindrücke aus verheißungsvollen Adoleszenztagen sind weder von Verklärung noch von der Klage über deren Vergangensein geprägt. Das Gedicht als Sprachkunstwerk fügt dem eine großräumig historisierende Deutungsperspektive hinzu, in der die alten Bundesrepublik erworbene Ambiguitätstoleranz und Fähigkeit zur Selbstironie ebenso als Befreiung von geschichtsphilosophisch begründeten Geltungs- und Handlungszwängen erscheinen, wie die damals vollzogene Wendung zu einem bejahrten Pluralismus. Um die Tragweite der Geschichts- und Gegenwartsreflexion, die das Gedicht enthält, zu ermessen, ist es extrem wichtig, dass wir nicht allein auf die studentisch-idyllische Objektwelt schauen, die es aufruft, sondern auch die geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Bezüge auf Romantik, Moderne und Postmoderne nachvollziehen. Auf dieser Ebene können wir das Gedicht als in der aktuellen Situation nützliche Empfehlung lesen. Für das Zurechtkommen in unserer Gesellschaft sind Pluralismus und Ambiguitätstoleranz zweifellos Einstellungen, die sehr hilfreich sind, und man möchte wünschen, dass mehr Menschen in unserem Land darüber verfügen. Indem Petersdorfs Gedicht an ein bestimmtes Milieu erinnert, in dem sich die Einübung dieser Einstellungen vollzog, deutet es zugleich allerdings an, dass man so viele selbstironische Gelassenheit nicht überall erwarten darf. Keine Antwort gibt das Gedicht auf die mögliche Anschlussfrage, ob jenem Milieu die Umstellung eher leicht fiel, weil es von ökonomischen Sorgen weitgehend entlastet war. Darüber ließe sich länger diskutieren, als mein Sohn braucht, um den Zauberwürfel zu lösen. Viel länger. Zugrunde liegt die alte Frage nach dem Primat des Materiellen oder des Mentalen, und sie scheint heute wieder von gesteigerter Dringlichkeit zu sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kulda, für diesen ansprechenden Vortrag. Und gerade der letzte Satz, glaube ich, verdient besondere Beachtung. Es ist schon erstaunlich, was man aus so einem Gedicht herauslesen kann. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Das war eine öffentliche Herbstsitzung unter Corona-Bedingungen. Ich hoffe, diese Veranstaltung hat Sie trotzdem angesprochen. Und ich denke, es ist ganz gut gegangen. Gemessen an dem, was alles hätte schiefgehen können. Damit mein herzlicher Dank an alle die, die heute zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, hier im Saal von der Hochschule mit Weida und diejenigen, die heute nicht dabei sein können. Und natürlich gilt mein Dank auch an Sie, die Sie heute mitgemacht haben, Frau Staatssekretärin, Herr Fulda, die Laudatoren, die Preisträgerinnen und die Preisträger und natürlich auch Sie hier im Saale und alle, die uns heute zugehört haben. Was fehlt? Natürlich, meine Damen und Herren, fehlt das Glas Rotwein, das ich jetzt gerne mit Ihnen hier geteilt und getrunken hätte. Ich hoffe sehr, dass wir das im nächsten Jahr, vielleicht schon zur Sommersitzung im Juli, nachholen werden können. Es bleibt mir Ihnen allen eine ruhige Weihnachtszeit zu wünschen, wahrscheinlich ruhiger als üblich aufgrund der Beschränkungen, die auf uns zukommen. Kommen Sie gut ins neue Jahr, das hoffentlich besser werden möge, jedenfalls im Hinblick auf das, was uns Corona auferlegt hat. Und wenn Sie noch was zum Lesen suchen in diesen ruhigen Tagen, das neueste Heft unserer Denkströme ist eben erschienen mit sehr vielen interessanten Beiträgen und Sie finden es auch online auf unserer Homepage. Mit diesen Worten möchte ich Sie verabschieden und nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Applaus